ganz schön schnell. So, herzlich willkommen zu unserer Abenddemo, wie gewohnt. Ihr seht, ich strahle über beide Backen, über beide Ohren. Impfpflicht ist gefallen, habt ihr alle mitgekriegt. Ja, wird sich mal geben. Das Ganze haben wir auch euch zu verdanken. Ja, und alle, die auf die Straße gegangen sind und die dafür gekämpft haben. Das finde ich klasse, dass am, wann war das? Mittwoch, glaube ich, ne? Mittwoch ist dir gefallen. Oder Donnerstag. Ja, dass dieser Zirkus endlich mal vorbei ist. Wobei ich glaube, dass irgendwas noch vorbereitet wird. Der geisteskranke Minister für Zauberei, der ist ja schon kräftig dabei. Ich würde ganz gerne zwei, drei Dinge sagen heute. Es wird wahrscheinlich heute die letzte, voraussichtlich letzte Demonstration jetzt hier sein. Weil die Auflagen, wofür wir hier auf die Straße gegangen sind, wo wir angefangen haben, das alles hat sich ja inzwischen erledigt, ist ja zurückgefahren worden. Ganz deutlich will ich aber sagen, dass wir im Hintergrund weiterkämpfen, sowohl juristisch als auch, dass wir uns gerne neu organisieren wollen, um dann eben, und davon bin ich überzeugt, dass wieder was kommen wird, um dann eben geballt neu organisiert aufzutreten und das Ganze wieder ins Rollen zu bringen. Es macht aber. Wir haben im Orga-Team zusammengesessen, wir haben lange überlegt, führen wir das fort, wie gehen wir jetzt mit der Situation um. Wir haben was vorbereitet, wir haben so Kärtchen ausgedruckt, die liegen, stopp davon auf dem Tisch, dass wir uns anfangen, untereinander zu vernetzen, ob das über Telegram ist, über WhatsApp ist, wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall dabei bleiben, vielleicht gründen wir auch einen Verein, dass wir da so ein bisschen auch besser juristisch aufgestellt sind. Wir werden auf jeden Fall hier in Kirchen aktiv bleiben und weitermachen. Das sei an der Stelle schon mal versprochen. Ja? Ich würde ganz gerne, bevor wir anfangen, ich habe die Woche zwei ganz spannende Erlebnisse gehabt, würde ich ganz gerne, Mitte Februar hatten wir hier einen Gastredner, den Elias Davidson, habt ihr mit Sicherheit auch mitgekriegt, der ist leider vorgestern von uns gegangen. Deswegen würde ich ganz gerne auch dem Elias, ich habe mit ihm gute Gespräche geführt, wir haben uns privat getroffen, wir haben uns auch über andere sogenannte Verschwörungstheorien ausgetauscht, die ja keine Verschwörungstheorien mehr sind und hatten sehr intellektuelle und sehr weitreichende Gespräche gehabt. Ich habe gestern mit seiner Frau telefoniert und ich würde euch wirklich auch bitten, dem Elias nochmal zu gedenken mit einer kurzen Schweigeminute. Das, denke ich mal, ist angebracht, weil er ist ein feiner Kerl gewesen. Er hat für die Sache mitgekämpft, er hat intensiv für die Sache im Hintergrund auch mitgekämpft und deswegen meine Bitte, dass wir mal ganz kurz an den Elias gedenken und auch seiner Frau von hier aus ganz herzliche Anteilnahme rüberschicken. Dankeschön. Ich hoffe, er hat jetzt ein besseres Leben wie hier in der geisteskranken Welt, in der wir uns gerade befinden. Warum geisteskrank, kann ich sagen. Ich hatte, ihr habt es ja mitbekommen, auch letzte Woche, ich habe ein paar Probleme mit dem Rücken gehabt oder habe sie noch. Bin am Dienstag das erste Mal mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen, weil gar nichts mehr ging. Also ich lag wie so ein Maikäfer da und konnte mich nicht mehr bewegen. Das war schon sehr erlebnisreich, die Fahrt bis ins Krankenhaus und im Krankenhaus. Das war total toll für mich, auch mal live die Situation mitzuerleben. Und zwar folgendes. Ich bin selbstständig, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ich zahle also eine ganze Menge im Monat an Krankenkassenbeiträge. Als Selbstständiger zahlt man den Höchstbeitrag. Und ja, kam da an und lag dann 5 Stunden in der Notaufnahme auf dem Flur. Ich konnte mich nicht bewegen. Hab
man hat mich gefragt, wie mein Status wäre. Da sagte ich, das geht Sie nichts an. Ich habe dann gesagt, ich bin ungeimpft. Ja, und schon nahm der Lauf sein Ding. Ich wurde also behandelt wie der Letzte und konnte aber sehr gut beobachten, jeder, der da reinkam, wurde erstmal nach dem Status gefragt. Man wollte auch mir dann so einen Test dann aufzeigen, habe ich abgelehnt, habe das nicht mit mir machen lassen, habe gesagt, ich glaube an den Scheiß nicht und ich will jetzt einfach nur behandelt werden, dass die Schmerzen weg sind, mich wieder bewegen wollen. Habe dann einen Tropf gekriegt, 2, 3 Spritzen, habe mir das natürlich dann zeigen lassen, was sie da reingeführt haben in den Tropf. Es war total interessant, es kam eine Dame eingeliefert. Ich möchte auch nicht sagen, jetzt um welches Krankenhaus es handelt, weil wir da auch über die Beate Bahner jetzt auch dagegen vorgehen werden. Die Dame wurde gefragt, woher sie kommt und so weiter und so fort, ob sie geimpft war. Sie hat gesagt, ja, 3-mal, ganz stolz. Der Arzt hat dann gesagt, ganz toll, ganz fein. Also so richtig eine Lobeshymne, dass sie das ganz toll gemacht hat. Dann hat man bei ihr Fieber gemessen, in beiden Ohren. Hat 36 in dem einen Ohr, 36,5 in dem anderen Ohr festgestellt. Dann hat er, also Datenschutz wird in diesem Krankenhaus überhaupt nicht beachtet. Dann hat man in einer Corona-Station angerufen und hat gesagt, die Dame hätte hohes Fieber, die müsste da oben in die Station eingeliefert werden. Die Dame hat man aber vorher gefragt, sie hatte keine Angehörigen, sie kommt aus einem Altenheim, ja, war 84, das kann ich verraten, und ist eigentlich mit einer völlig anderen Situation eingeliefert worden. Was mit Corona oder mit irgendwelchen fiebrigen Erkrankungen sonst überhaupt nichts zu tun hatte. Die Krankenhäuser sind beide überbelegt, in denen ich jetzt war. Ich war also in 2 Krankenhäusern, sind beide überbelegt für normale Patienten. Auf der Corona-Station ist noch Platz und da hat man dann die Dame hochverfrachtet. Ja? Also so wird mit Corona gespielt, so wird Geld verdient. Und das muss man sagen, das, was wir in den ganzen Demonstrationen schon angesprochen haben, habe ich jetzt live bestätigt bekommen. Also es ist eine Riesensauerei. Wirklich eine Riesensauerei. Die Dame hatte keine Möglichkeit, sich zu wehren. Wie gesagt, sie kommt aus einer Pflegeeinrichtung, hat keine Angehörigen mehr gehabt oder hat keine Angehörigen und ist jetzt ihrem Schicksal quasi ausgeliefert. Und das finde ich eine Riesensauerei. Wir werden, wie gesagt, über unsere Anwältin, über die Frau Beate Bahner dagegen auch vorgehen. Auch wie man mich behandelt hat. Ich wurde also nach 5 Stunden Flur, hat man dann gesagt, ich soll doch meine Frau anrufen, sie kann mich abholen. Ja. Einen Rollstuhl hat man mir noch zur Verfügung gestellt. Meine Frau hat mich dann abgeholt aus dem Orga-Team. Übrigens nochmal Danke an das Orga-Team von uns. Die kamen da und haben mir geholfen, dass ich überhaupt ins Bett es geschafft habe. Also ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe dann noch zu Hause, war dann noch kurz vor einem Kreislaufzusammenbruch. Habe dann ja auch unterzuckert und das ganze Programm. Habe nichts zu trinken, nichts zu essen gehabt. Also das erlebt man momentan, wenn man heute ins Krankenhaus kommt. Also liebe Leute, bleibt besser gesund. Als Ungeimpfter, ja. Das gleiche Spiel, den nächsten Tag, ich bin dann wieder ins Krankenhaus gekommen, weil gar nichts mehr ging, die ganze Nacht gekrampft und alles drum und dran. Also wie gesagt, ich konnte mich nicht bewegen. Bin dann in ein anderes Krankenhaus gefahren worden, nachdem man mir in dem ersten Krankenhaus ja mitgeteilt hat, ja, wir können Sie ja eigentlich gar nicht behandeln, wir sind dafür gar nicht ausgebildet. Ja, muss man das, ja. Bin in ein anderes Krankenhaus gekommen, da hat man mich dann erstmal ganz freundlich in Anführungszeichen empfangen. Man hat ja meine Krankenversichertenkarte gesehen, hat gesagt, ach, ja, Privatpatient, kann man mal, ne, so. Dann kam die übliche Frage, sind Sie geimpft? Ich sagte, selbstverständlich nicht. Und schon nahm das Gleiche seinen Lauf. Ja. Ich habe da wenigstens vernünftige Schmerzmittel bekommen, das muss man schon sagen, bin aber auch da am gleichen Tag wieder entlassen worden. Bin dann nach Hause, bin danach auch mit einem Mitglied vom Orga-Team, der hat mich dann freundlicherweise noch zum Osteopathen gefahren, der hat dann ein bisschen rumgedoktert. Nehme jetzt starke Pharmazeutika und heute hat es mein Hund geschafft, mich so ein bisschen noch einzurenken, dass ich einigermaßen wieder stehen und laufen kann. Also auch Dankeschön an meinen Hund. Der hat das geschafft, was die im Krankenhaus nicht hingekriegt haben. Aber ich hole deswegen so aus, dass man mal sieht, wo wir eigentlich mittlerweile, in welcher Zeit wir leben, dass man hier eigentlich nichts mehr wert ist, egal ob man privatversichert ist oder ob man welchen Status man hat. Sobald es heißt, man ist ungeimpft, ist man irgendwie auf dem Abstellgleis. Also die Erfahrung habe ich jetzt in 2 Krankenhäusern, in 2 Bundesländern mitgemacht und ich schäme mich tatsächlich für die Situation, die wir hier in Deutschland haben. Zurück zu unserer eigentlichen Demo. Also wie gesagt, wir haben im Orga-Team besprochen,
dass wir jetzt vorerst heute die letzte Demo machen. Ihr dürft euch gerne bedienen. Ihr habt, glaube ich, schon so ein bisschen was bekommen an Sektchen, weil wir haben ja doch ein bisschen was zu feiern. Ihr alle seid dran schuld, dass wir Gott sei Dank keine Impfpflicht momentan haben. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist auch derzeit am Wackeln. Ich bin davon überzeugt, dass er aufgrund der mangelnden Pflegekräfte und so weiter und so fort da auch jetzt ganz gewaltig zurückrudern werden. Ich bin nach wie vor dafür, dass die, die für die Impfpflicht gestimmt haben, hier aus unserem Wahlkreis, war das auch der Herr Dietenhofer oder wie er heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, die Liste ist ja einsehbar, wer alles dafür gestimmt hat, wer nicht, die sollten eigentlich mit Sang und Klang und eigentlich sofort zurücktreten. Weil die haben in der Politik nichts zu suchen, die haben sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt und ich bin der Meinung, solche Vögel sollten zurücktreten, genauso wie der Minister für Zauberei, der muss sofort weg mit allen Drum und Dran. Genau. Ich will euch auch gar nicht weiter hier totlabern. Wie gesagt, wir wollen uns vernetzen. Ihr könnt euch gerne so Zettelchen da abholen oder wird vom Orga-Team auch ein bisschen mit verteilt, dass wir uns untereinander vernetzen. Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen im Hintergrund. Wir werden auch was Neues auf die Beine stellen. Ich bin auch der Meinung, man kann sich unabhängig davon regelmäßig treffen oder in Anführungszeichen spazieren gehen, wie auch immer wir das nennen wollen. Ich danke euch, dass ihr bis heute auch hier durchgehalten habt. Ich verspreche, dass wir in jedem Fall auch weitermachen werden. Wie gesagt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir dann eben auch spezifisch in diese Richtung weitermachen können. Ansonsten bitte ich euch, dass ihr hier euch ein bisschen noch unterhaltet, ein bisschen austauscht. Danke euch, dass ihr ja wieder so zahlreich hier erschienen seid und bin eigentlich einfach nur froh, dass diese Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht nicht gekommen ist und dass wir auf normaler, ungeimpfter Basis weiterkämpfen können. Ich danke euch für euer Kommen, unterhaltet euch noch ganz gut. Wir werden heute auch nicht spazieren gehen. Wer spazieren gehen will, kann das gerne tun. Es macht momentan keinen Sinn, da am Krankenhaus vorbeizugehen. Die Maßnahmen sind zurückgefahren worden. Wie gesagt, die Impfpflicht gibt es momentan nicht. Und von daher kann ich nur sagen, stoßt miteinander an, freut euch, bleibt bitte aktuell oder auf dem Laufenden, informiert euch über die Telegram-Gruppen, dass wir uns vernetzen und dass wir auf dieser Basis weitermachen. Wer nochmal spazieren gehen möchte, am Montag ist wieder in Betzdorf. Ansonsten, wir werden auch jetzt Kontakt mit Siegen nochmal aufnehmen, auch mit Betzdorf, dass wir uns da neu aufstellen und vielleicht geballt nochmal auftreten. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als wenn überall nur 30, 40 Leute da spazieren gehen. Ich danke euch für euer Kommen, unterhaltet euch, stoßt an mit mir. Ich kann nichts trinken, darf nichts trinken, will nichts trinken. Aber habt eine gute Zeit, bleibt vor allem gesund und wir sind sofort wieder zurück, wenn es knallt. Dankeschön. Ich wollte mich ja eigentlich schon bei der Polizei bedanken, außer die eine Truppe, die da ein bisschen Stress gemacht hat. Aber ist ja keiner da. Doch, da fahren sie, die Jungs. Nee, ist ja keiner da. Von daher alles gut. Wie gesagt, wir nutzen die Zeit heute hier aus. Wir haben das angemeldet, die Zeit. Bleibt hier, kommt ins Gespräch. Wir dürfen kuscheln, wir dürfen keine Maske, wir brauchen keine Maske mehr tragen. Und unterhaltet euch, tauscht euch aus. Ich würde mich darüber freuen. Dankeschön.